Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Stempelpapier. Es freut mich, dass du mich gefunden hast und dass du auf meinem Kanal geblieben bist und heute mit mir zusammen eine tolle Karte bastelst. Mein Name ist Carina Ruppert, ich komme aus Weingarten bei Ravensburg und freue mich, dass wir jetzt, wie gesagt, heute zusammen eine Flip-Flap-Karte basteln. Hier ist mein Prototyp, den ich zusammen beim Kartenworkshop auch gebastelt habe. Es ist mit dem Bändel zusammen gemacht und wenn das dann hier so aufgeht, haben wir hier eine Flip-Flap-Karte. Es schiebt sich also, der obere Teil sitzt unter den unteren Teil. Ich finde, es ist eine ganz coole Kartenidee, ist wirklich nicht schwierig und ja, es ist so ein bisschen Hingucker, es ist nicht so eine ganz normale Karte, wobei natürlich auch die normalen Karten richtig cool sind. Selber gemachte Sachen sind ja immer ganz cool. Und aber die hier ist wirklich so der kleine Wow-Effekt, finde ich. Jetzt mag meine Schleife hier nicht. Schleifen sind so eine Sache. Aber jetzt haben wir sie. Wie gesagt, zugebunden wird sie hier mit einer Schleife. Mal ist sie kürzer, mal ist sie länger. Ich habe sie jetzt hier mal ein bisschen länger gelassen, damit ich sie einfach immer fürs Video und so weiter gut zubekomme. Und sie wird dann hier aufgemacht. Hier habe ich noch einen Streifen hingemacht. Und ja, ansonsten würde ich sagen, wir starten einfach zusammen. Ich zeige dir mal, mit was ich bastel. Ich bastel mit den Glücksblumen und mit dem Vogelhäuschen. Da habe ich mir dann schon die Blüten rausgestempelt. Das hier und die hier. Und habe die mir schon mal koloriert. Auch hier habe ich mir die Blüten gemacht. Und ich habe mir den Vogel hier schon mal ausgestanzt, angemalt. Und ich habe auch die Blätter hier schon mal benutzt, beziehungsweise benutzt, natürlich habe ich die benutzt, aber ich habe sie ausgestanzt. Hier sind die gleichen Blätter mit dabei. Das habe ich alles schon mal gemacht. Und nachher für meine Karte benötige ich dann einfach noch den Stempel hier. Ich wünsche dir den besten Tag aller Zeiten, finde ich einen ganz coolen Spruch. Nicht so, ja, alles Gute zum Geburtstag, sondern einfach, wie gesagt, zum Geburtstag oder auch sonst kann man es natürlich auch zu einer Hochzeit nehmen, den schönsten Tag aller Zeiten. Wie gesagt, ich habe das hier alles schon mal mit Memento-Farbe aufgestempelt und habe sie hier mit unseren Blends, hier habe ich sie mir alle nochmal hergerichtet, mit denen habe ich das Ganze koloriert, und zwar mit Blütenrosa, mit Olivgrün, mit Marineblau und mit Aquamarin, den Vogel dann. Das habe ich aber alles schon vorbereitet, weil das würde sonst wirklich zu viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn wir das jetzt alles zusammen kolorieren würden. Deswegen alles schon mal vorbereitet. Auch hier die Blätter, die ich in Olivgrün schon mal ausgestanzt habe, die ich dann vielleicht nachher dann alle rein nehme in die Karte. Die haben wir auch schon mal ausgestanzt. Und dann geht es noch darum, was brauchen wir? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Band. Ich habe hier ein blütenrosanes Band mir genommen. So, legen wir mal schon mal hier drauf. Ich habe mir schon mal eine Karte in Grundweiß extra stark genommen, da ich meistens hingehe und aus einem DIN A4 Karton schon mal mir zwei Karten schneide, ist die hier schon mal vorbereitet. Es ist 10,5 mal eine DIN A4 Seite, gefalzt bei 14,85 cm. Dann machen wir weiter. Ich nehme auf jeden Fall von meinen Aufleger nehme ich Blütenrosa. Habe ich ja hier schon in den Blumen drin. Da habe ich einen Rest. Weiß nicht, ob mein Rest mir vollkommen ausreicht. Normalerweise nicht. Und ich habe hier mein DIN A4 Karton in Blütenrosa. Dann habe ich hier mein Designerpapier Landhausglück.
Das ist das Passende natürlich zu den Glücksblumen. Da habe ich mir schon mal das Designerpapier mit der Holzoptik rausgenommen. Ich werde dann, wie gesagt, diese Seite hier verwenden wollen. Und ich habe dann noch das andere passende Designpapier. Das haben wir hier. Legen wir das mal auf die Seite hier schnell. Ich habe hier die Landhausspitze dann. Und da möchte ich auf jeden Fall das blaue Designerpapier nehmen. Das hat hinten so rosa drauf. Ich möchte das Grau verwenden. Habe ich mir mal so im Kopf so ein bisschen zurechtgerückt. Und eventuell, weiß noch nicht so ganz genau, hier den Blütenrosa, das Designpapier. So, und dann würde ich sagen, wir starten jetzt einfach. Ich mache noch das zweite Licht an, dann ist der Lichteinfall dann doch hoffentlich ein bisschen besser. So, dann haben wir ein ganz gutes Licht und dann würde ich sagen, wir starten mit dem Ganzen. Ich lege mir meinen Spickzettel hier bereit, damit ich die Maße alle schön habe. Wie gesagt, wir haben hier unseren extra starken Farbkarton. 10,5 mal die DIN A4 Seite, gefalzt bei 14,85 cm. Das können wir uns dann schon mal hier so falzen. So. Und wir fahren hier einfach hoch und tun uns den schön festmachen. Genau, dann haben wir den hier schon mal. Ich hoffe, der ist jetzt auch wirklich richtig. Fahren wir hier nochmal runter. So, haben wir unsere Basiskarte schon mal. Wir brauchen hier unseren Aufleger. Der ist 1 cm kleiner wie die Karte. Wie gesagt, ich mache mir meinen Aufleger in Blütenrosa. Der hat jetzt dann die Maße 9,5 x 13,85. Jetzt gucken wir mal. Das reicht. Wir schneiden uns also hier die 9,5 cm ab. Das sind weitere Rest und machen hier die 13,85 cm. Legen wir uns auch mal noch auf die Seite. Und schon haben wir uns hier unseren Aufleger, der genau 1 cm kleiner ist wie unsere Basiskarte. Dann benötigen wir ein Designerpapier. Da möchte ich, wie gesagt, das Blaue drauflegen. Man muss auf jeden Fall schauen, wenn man Laufrichtung hat, wie möchte man es? Möchte man es quer haben? Möchte man es längs haben? Ich möchte es jetzt hier längs haben. Und mein Designerpapier ist 9 cm. Die schneiden wir uns mal ab. Der Rest können wir uns hier rüberlegen. 9 cm mal 13,35 cm. Das heißt, das ist jetzt einen halben Zentimeter kleiner wie unser Aufleger. So. Und das passt auf jeden Fall. Können wir uns noch rausnehmen. Ich glaube, so rum ist es schöner mit den Blumen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Aber mit dem Muster ist auf jeden Fall so schöner. Genau. Dann sind wir hier schon mal soweit. Dann benötigen wir diesen Karton hier, der hinterher unser Flip-Flap-Mechanismus wird. Da benötigen wir einen DIN A4 oder einen Karton, der ist 9,5 cm, so wie der Aufleger, von der Breite her. Und von der Länge her haben wir 24 cm. Das heißt, wir schneiden uns jetzt mal hier die 9,5 cm ab. Das ist wieder übrig und wir fahren unseren Arm raus. Da sind uns jetzt die Sachen hier ein bisschen im Weg. Die legen wir auf die andere Seite. So, es ist doch trotzdem immer ein bisschen zu klein, wenn man bastelt. Man hat immer wieder so dieses Gefühl, dass doch irgendwie zu klein ist. So, wir sind 24 cm. Und dann können wir es uns schon so liegen lassen und dann falzen wir. Wir falzen also einmal bei 7 cm. Wir falzen bei 13 cm. Und wir falzen bei 18 cm.
Und dann müssten wir wieder einen Rest haben, der 7 cm ist. Schauen wir schnell. Er ist jetzt 6 cm. Aber das müsste stimmen auf jeden Fall. Schauen wir nochmal nach. Ja, klar, der ist 6 cm. Genau, stimmt also alles. 7 cm, 13 cm und 18 cm. So. Und dann benötigen wir unser Designerpapier. Wir können uns das jetzt schon mal schauen. Wir brauchen also hier ein Designerpapier. Auf die 7 cm Seite brauchen wir hier vorne und oder ja, vorne und innen benötigen wir Designerpapier. Und zwar ist das Designerpapier dann jeweils einen halben Zentimeter kleiner. Wir gehen trotzdem mal hin und messen uns das zur Sicherheit nochmal nach. Aber es müssen mal bis 8,5 cm mal, nee, 9. Wir haben ja 9,5 gehabt. 9 cm mal die 6,5 cm. Das benötigen wir jetzt zweimal. Da schaue ich jetzt mal, wenn ich außen das Grau hinmache und innen könnte ich dann die Holzoptik machen. Das mache ich jetzt mal. Wie gesagt, 9 cm ist das Ganze breit und wir haben hier die 6,5 cm. So, dann haben wir uns schon mal die Seite hier. Das ist die Vorderseite. Dann haben wir hier einmal die Innenseite. Das heißt, die ist haargenau gleich. Da müssen wir jetzt schauen, wächst die Laufrichtung, beziehungsweise je nachdem, wie man das einfach möchte. Ich möchte, dass mein Holz wieder quer ist. Schneide hier also meine 9 cm ab und schneide mir jetzt die 6,5 wieder. So. Dann haben wir das Innere hier. Das hier bleibt frei. Der zweite Flap bleibt auch frei. Und jetzt haben wir hier noch unseres. Das ist 9 cm, das Designerpapier, mal die 5,5 cm. Genau, und da können wir uns jetzt dann nochmal eins aussuchen. Dann nehme ich aber wahrscheinlich nochmal das hier. Vielleicht stimmt es auch gerade. Die 9 müssten ja stimmen. Genau. Und wenn wir jetzt 5,5 hätten, kriegen wir raus. Genau. Ist nur ein ganz kleines Stück, was mir hier übrig bleibt. Und dann habe ich nicht hier oben auch mein Designerpapier. Die zwei sind zum Dekorieren frei. Da brauchen wir also nichts machen. Chip, chip, flip, flap. Genau, wir können uns also sonst noch hier einen Streifen aussuchen. Bei mir müsste ja dann wieder blütenrosa sein. Das können wir uns aber sonst nachher zuschneiden. Ich muss mal schauen, wie groß oder wie hoch ist mein Stempel. Der wird sogar genauso drauf passen. Dann machen wir das doch so. Und zwar haben wir ja dann wieder die 9. Bin jetzt gerade durcheinander vor lauter Maße. Da haben wir das Ding. Was haben wir? Wir haben 9 cm. Genau. Wir haben also hier unsere 9 cm und hier habe ich genommen 2 cm. Das schneiden wir uns jetzt gerade mal ab. Wir machen also hier 2 cm und das Stück kürzen wir jetzt ein auf 9 cm. Und dann haben wir schon alles eigentlich geschnitten, was wir schneiden müssen. Legen uns das auf die Seite und das Schneidebrett kann auf die Seite. Wir nehmen uns jetzt mal hier den Mechanismus vor. Und zwar ist es ja so, dass der Mechanismus, das erste geht hoch. Das sehen wir ja dann. Das zweite geht zurück. Und das nächste klappen wir wieder zu uns her, so dass wir am Schluss so ein W haben. Eigentlich so. Einmal mit der längeren Seite vorne und so sieht es dann aus. Es schließt nämlich hier dann genau ab. Können wir uns alles nochmal nachfahren.
Und das ist dann, man kann es schon so sehen, das ist dann unser Mechanismus. Das hier kleben wir uns nachher dann zusammen. Und so ist unser Flip-Flap-Mechanismus. Genau, so. Dann können wir jetzt schon mal hingehen und können uns das Ganze aufkleben. Ich habe hier gesagt, ich möchte mein Holzoptikpapier möchte ich hier innen haben. Jetzt hole ich mir gerade den Flüssigkleber. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier das Papier so hinlege, so, ist das ja dann die Innenseite und da möchte ich meine Holzoptik drauf haben. Das heißt, wir kleben uns jetzt hier das Papier hin, das wir dann innen haben möchten. Beim Flip-Flap-Mechanismus. So. Und das, ich finde, es passt sehr gut zu dem Blütenrosa gerade hier. Das sind so ein bisschen die Schattierungen. Gefällt mir echt super gut. So, wir haben hier oben dann einmal das kleinere Stück, was bei mir das Grau ist. Je nachdem, was du da genommen hast. Dann nehmen wir aber, das, wie gesagt, das kleinere Stück von den zwei gleichgeschnittenen oder von der gleichen Farbe dann einfach. Das kommt jetzt hier innen drauf. So. Genau, streichen wir uns nochmal fest. Schön. So, und hier außen habe ich ja das große Stück mit dem Grau. Das kann ich mir auch gleich drauf kleben. So. Und dann machen wir es uns einfach auf. Können wir es besser kleben. Und wir legen es uns so drauf. So. Schön feststreichen das Ganze und dann haben wir jetzt hier unseren Mechanismus eigentlich schon. Wir haben dann hier unseren Spruch von nachher. Der ist ein bisschen zu kurz jetzt irgendwie. Habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen vermessen. Und dann tun wir einfach rechts und links ein bisschen reinnehmen oder wir schneiden uns einfach nochmals ein. Ich finde es jetzt schöner eigentlich, wenn es dann wirklich bündig hier abschließt. Irgendwo muss ich mich so einen Millimeter vermessen haben. Machen wir uns das Ganze nochmal. Wir haben hier die 2 cm. Und dann gehen wir einfach hin und machen jetzt mal 9,1. Falls ich mich da... Das ist aber wie gesagt zur Geschmackssache. Wie es auch immer ist. Ja, so passt. In dem Fall muss ich das Designerpapier wahrscheinlich einen Millimeter zu groß gehabt haben. Das ist dann so. So, darauf kommt jetzt mein Spruch noch. So, ich wünsche dir den schönsten Tag oder den besten Tag aller Zeiten. Den mache ich mir jetzt hier auf den Haarblock drauf. So, ist auch gerade. Und dann nehme ich mir jetzt Espresso. Schwarz finde ich jetzt wieder ein bisschen hart. Dann nehmen wir uns lieber braun. Das passt dann wieder ganz gut zu unserer Holzoptik, wo wir hier haben. Gehen wir hier ein bisschen rein. Und dann schauen wir, dass wir den schön zentrieren. So. Und haben hier unseren schönen Spruch. Machen wir gleich wieder zu, dass nichts reinkommt. Nicht, weil das Stempelkissen austrocknet, sondern dass einfach nichts reingeht. Und wir putzen jetzt noch schnell unseren Stempel. So, dann haben wir das auch fertig. So, dann gehen wir weiter zum nächsten Schritt. Und zwar
Das tun wir jetzt hier rüberlegen und unseren Stempel auf. Upsasa. Und zwar, wir kleben uns jetzt hier diesen Mechanismus, den kleben wir uns jetzt hier schön fest. Dann nehmen wir wieder unseren Flüssigkleb und kleben jetzt dieses. Vorher haben wir einen W gehabt, das kleben wir uns jetzt zusammen. Und wir kleben auf der kleinen Seite, weil sonst klebt uns das hier fest. Das heißt, wir tun auf der schmaleren Seite, sagen wir so, kleben wir jetzt unseren Flüssigkleber drauf. So. Ne? Und legen uns das jetzt hier schön Kante auf Kante. So. Und schön festmachen. Und schon haben wir unseren Mechanismus. Auf und flapp. Dann können wir uns hier unseren Spruch aufkleben. Ich würde an deiner Stelle nirgends auf diesem Mechanismus mit Dimensionals arbeiten, weil es sollte ja eigentlich immer zusammenbleiben. Und wenn man mit Dimensionals arbeitet, dann steht es ja immer schon ein bisschen auf. Von daher würde ich jetzt auf die Dimensionals hier verzichten. Aber es ist natürlich jedem selbst überlassen, wenn es jemand gefällt. Aber wenn wir hier halt nicht zusammen sind, sondern da schon ein bisschen aufstehen, ich finde es jetzt nicht ganz so schön. Aber wie gesagt, ist jedem selbst überlassen natürlich. So, und jetzt haben wir hier unsere Blüten eigentlich. Da können wir uns mal eine aufkleben. Jetzt schauen wir mal, was wir da so alles haben. Wir könnten jetzt das hier so machen. Und hier dann das hier, ja, weil ich es eigentlich schöner finde, wenn ich den Vogel hier mal rüber nehme. Wir können aber auch den Vogel hier unten drauf machen. Und hier oben nochmals Blüten. So, könnten wir uns machen. Und können das hier so ein bisschen, können wir nachher abschneiden und hier ein bisschen reinlegen, dass man da so ein bisschen dahinter klebt. Genau, so können wir das jetzt machen. Das heißt, wir fangen jetzt mal hier an. Da muss man jetzt nur gucken, dass es hier nicht raussteht und da nicht in die Falz reingeht. Das heißt, wir kleben uns das jetzt hier ein bisschen Tombo in die Mitte rein und wir schauen jetzt einfach, dass wir hier schön mittig halbwegs sind. So, und jetzt können wir mal noch schauen, ob wir uns irgendwelche Blätter unterschieben. Das können wir gerade machen, das passiert ganz gut aus. So. Und dann nehmen wir uns am besten eine Pinzette. So. Und dann können wir uns das hier ein bisschen unterschieben. So. Und dann schauen wir mal, ob wir auf der anderen Seite auch noch etwas drunter kriegen. Weil wir haben ja nur in der Mitte geklebt. Können wir da noch eins reinschieben? Na, komm raus. Da gehen wir jetzt hin und schneiden uns den Stiel von dem Blatt ab. Dann ist einfacher. Schneiden wir uns hier den Stiel ein bisschen ab. Machen uns vorne ein bisschen Tombow drauf. So. Und dann schieben wir uns das da schön rein. Gucken wir mal hier. So. Genau. So können wir es eigentlich auch lassen. Da brauchen wir gar nicht nebenhin noch was kleben. Wir gehen also rüber auf die nächste Seite. Wir können ja da mal sonst so schauen, ob wir da vielleicht den Vogel irgendwie reingekriegt
gesetzt kriegen. Das sieht nämlich auch ganz lustig aus. Wenn wir den einfach so drauf kleben. Machen hier oben noch die Blüten ran. Das sieht doch ganz schön aus. Genau, dann machen wir uns das jetzt hier so. Das ist natürlich jetzt jeder, wie er es gern haben möchte, wie man es schön findet. Da gehen wir jetzt einfach hin und sind relativ zackig. Da kleben wir uns jetzt mal nur in der Mitte was fest. Da können wir ein bisschen die Blätter vielleicht noch ein bisschen hochheben. So. Das sieht auch immer ganz nett aus, wenn man so ein bisschen das Plastisch ein bisschen macht und das dann hoch nimmt. So mit dem Falzbein. So. Und dann machen wir es hier noch ein bisschen. Und dann legen wir uns das hier so drauf. Wird wahrscheinlich nicht stark oben bleiben, weil, wie gesagt, das ist natürlich genau der gleiche Effekt wie mit, wenn man Dimensionals hat. Es wird ja platt gedrückt eigentlich, aber vielleicht steht es so ein bisschen dann hoch. Wir nehmen hier unseren Vogel. So. Und dann kleben wir uns hier oben die Blumen mit den Rosen hin. Auch mal nur in der Mitte, dann können wir noch ein bisschen was reinstecken. So. So. Und die anderen Blüten, die haben wir hier. Komm, dann müssen wir gerade mal schauen, ob wir die wirklich nehmen. Dann haben wir noch Blätter. Dann schauen wir mal, ob wir hier noch Blätter runterkriegen. Genau. So. Das hebt sogar. Na, ganz heben tut es jetzt nicht. Nochmal ein bisschen Tombow. Hab gedacht, vielleicht ist ein bisschen noch der Tombow von dem anderen, von der Blüte dran. Aber jetzt machen wir es so einfach. Wir machen uns das andere Blatt. Das können wir mal schauen, ob das hier drunter gehen würde. Na? Das können wir uns so hinsetzen. Ich glaube, es ist wirklich einfacher, wenn man für das den Blattstiel immer abschneidet und der dann auch wegbleibt. So. Und wir schieben uns das nochmal rein. Jetzt komm. Na. So. Wir können es uns so hinsetzen. Genau, dann haben wir uns hier. Und jetzt schauen wir mal, ob wir die Blüte wirklich brauchen oder nicht. Weil es ist halt dann genau irgendwie gleich gespiegelt. Ich glaube, wir machen eher das, dass wir jetzt hier nochmal gucken, dass wir die Blätter runterkriegen. Na. Wir schneiden uns das mal ab. So. Und dann schauen wir, ob wir da runterkommen. Aber normalerweise müsste es ja funktionieren. Wenn es nicht will, dann machen wir es halt nicht. Ich würde es aber blöd finden. Na? Wobei es jetzt so gut auch nicht aussieht. Na? So dann vielleicht. Ich glaube, wir lassen es weg. Das mag mich nicht. Wir lassen es weg. So. Wir lassen es einfach so. Wir können uns ja nachher dann hier, wenn wir das Band haben, genau. Dann können wir uns die ja hier vorne hinsetzen und vielleicht mag da dann das Blatt drunter. Jetzt bin ich schon beleidigt, wenn es nicht mag. Okay, so, jetzt fangen wir einfach an, mit der Karte die fertigzustellen. Wenn mich diese blöden Blätter hier nicht mögen, wir können das hier schon mal uns aufkleben. Das heißt, wir gehen jetzt hin und machen uns das Designerpapier auf den Aufleger.
So, das kommt jetzt hier so drauf. Schön mittig feststreichen und den Aufleger auf die Basiskarte. Und hier auch wieder schön mittig. Wir haben außenrum den Rand mit dem Zentimeter jeweils. So, jetzt müssen wir schauen. Also wir haben uns hier die Karte. Ich würde sie oben nicht bündig machen, geht auch. Ich würde sie hier so mittig reinsetzen. Und dann ist es so, wir dürfen nur hier oben eigentlich kleben, weil nur da ist unser, sonst funktioniert unser Mechanismus nicht. Wir schieben es ja hier runter, so, und deswegen gehen wir hin und können nur hier oben, also in der oberen Hälfte allerhöchstens, Tombow hinkleben. Wir nehmen also zuerst das Band, weil das kommt ja drunter. Wir nehmen mal 30 oder 33 cm Band. Das müsste eigentlich ganz gut aussehen. Dann könnt man hier mal gucken, wie viel ich da hier genommen habe. Das hat ganz gut ausgereicht. So. Ein bisschen mehr, glaube ich. Aber Hauptsache, wir können dann hinterher gut binden. Ja, also es ist um einiges mehr. Wir haben hier 53 cm ungefähr haben wir. So. Und das gehen wir jetzt hin und machen uns schon mal fest. Ich nehme jetzt hier den Snail und klebe mir den jetzt hier eigentlich mittig, dass rechts und links genau gleich viel rausschaut. Bisschen nach oben. Dass auf jeden Fall hier unten genügend Platz ist. Gehen wir jetzt einfach hin und fahren hier einmal rüber. So. Den legen wir hier hin. Dann legen wir uns das jetzt mittig hier drauf, sodass wir rechts und links eigentlich gleich viel haben. Gucken wir, dass kein Klebstoff unten rausschaut. So. So, und jetzt tun wir hier oben, da kommt jetzt Tombow drauf. So. Wie gesagt, sehr wichtig, nicht das komplette Teil einkleben, sondern nur der obere Teil, weil sonst funktioniert unser Mechanismus definitiv nicht. Dann können wir echt nichts runterschieben. Und jetzt nehmen wir uns das und schauen einfach, dass wir oben schon noch was frei haben und kleben uns das grad hin. So. Okay. Und wir streichen uns. Na, jetzt schaut es unten raus. Na, das macht es jetzt da nicht. Ich glaube, dann mache ich es mir noch mal so ein bisschen weg. Wir gehen ein bisschen weiter nach oben. So, dass wir oben nur ein Drittel so haben. So. Genau, so ist gut. Wir schauen, dass wir hier an den gleichen Kanten sind. Und haben jetzt hier, so passt es. Super, genau. Genau. Klasse. Wir haben hier den gleichen Rand und haben hier unseren Mechanismus. Tschüpp. Tschüpp. Wir fahren jetzt hier nochmal mit unserem Falzbein entlang, so dass es wirklich gut hebt. Auch nochmal hier drüber, wo das Band sitzt, schön drüber, dass das uns auf jeden Fall immer schön hebt. Und wir nehmen den Mechanismus raus und flop, flop, flop. So, dann können wir uns das hier dann zubinden. Jetzt
kommt wieder das Ganze mit der Schleife. Jetzt hoffen wir, dass man das so geht, dass ich das gut hinbekomme. Ich mache immer Öhrchen, Öhrchen und dann durchziehen. Und normalerweise funktioniert es auch. Ja. Hier funktioniert es jetzt ganz gut. So, wir ziehen es uns noch ein bisschen kleiner. Und haben jetzt hier unsere schöne Schleife. Die kann man natürlich dann ein bisschen einkürzen dann noch. Und was wir jetzt machen können, wir können uns jetzt hier unsere Blüte noch aufkleben. So. Und die setzen wir uns jetzt hier einfach schön hin. Und jetzt schauen wir, ob es jetzt uns mag. Oder ob es wieder nicht mag. Dann bin ich nicht beleidigt, dann nehme ich es nicht. So. Aber ich glaube, es sieht wirklich so aus, als ob es das nicht mag. Wir lassen es. Das war ein blödes Teil. Nee, es mag wirklich nicht. Entweder liegt es an mir, das liegt an den Blättern. Ich kann es mir jetzt raussuchen. Aber es sieht auch so schön aus. Ich habe es schön koloriert. So, was wir jetzt noch machen können, hier außen, da können wir dann schon, vor allem hier unten, noch vielleicht was oder hier oben, was mit Steinchen arbeiten. Da müssen wir gerade mal schauen, was wir da so haben im Angebot. Da waren ja normalerweise welche dabei. Wir schauen mal, was auf jeden Fall schön aussieht, sind so unsere Perlen, was es dabei gibt. Und ja, ich glaube, das sind die besten, wo wir da jetzt haben. Was dann vielleicht auch ganz nett aussieht, wären so Vögelchen. Aber na, die Vögelchen, die sind ein bisschen flacher. Nehmen wir einfach die. Schauen wir mal, es gibt glaube ich auch Schmetterlinge. Es gibt ja Auswahl. Hier, aber die finde ich jetzt gerade auf die Schnelle gar nicht. Doch, hier sind die Schmetterlinge. Die sind schon auch ganz nett. Da können wir ja mal schauen. Wir können so hier diese Vögelchen, die können wir nehmen. Schauen wir mal, dass wir die hier wegbekommen. Und dann können wir die uns hier ranmachen. So. Und vielleicht auch ein Schmetterling. Bei Blüten ist doch ein Schmetterling immer ganz nett. Dann schauen wir hier mal. Dann nehmen wir hier welche. So. Dann setzen wir uns den hier hin. Weiß ich nicht, ich glaube, der gefällt mir doch nicht so. Den machen wir nochmal weg und machen da dafür noch einen zweiten Schmetterling hin. So. So sieht es doch wunderschön aus. So. Nehmen wir alles mal auf die Seite jetzt her. Dann haben wir ein schönes Abschlussbild, was wir hier so schön gemacht haben. So. Und zwar unsere Flip-Flap-Karte. Das probieren wir hier auch nochmal. Das schön zu binden. Hier haben wir den Flip-Flap-Mechanismus. Und bei der anderen Karte machen wir gerade mal noch schnell auf. Binden wir das hier. So. Na. Jetzt mag es natürlich nicht. Das mit dem Binden ist so eine Sache. Tschüpp, tschüpp. So, ich stecke jetzt eine Schleife nach oben, die andere so. Hier machen wir es auch nochmal. Einmal auf für denjenigen, der beschenkt wird. Und wir haben hier unseren Flip-Flap-Mechanismus. Und wieder
So, chip, chip, chip. Funktioniert einwandfrei. Ist, wie gesagt, ich finde es eine ganz tolle Kartenidee. Gefällt mir mega gut. Ist, wie gesagt, nicht meine Idee. Ich war bei einem Workshop und dort wurde sie auch vorgestellt. Aber ich fand sie wirklich eine ganz tolle Idee. Mal eine ganz neue Kartenidee und die dann so zu verschenken. Nicht nur als ganz normale Karte, sondern wie gesagt, als Karte mit Mechanismus mal. Genau. Das war mein Video für heute. Einmal nach oben, einmal nach unten. Wie gesagt, man kann sich das hier einkürzen. Es ist einfach jetzt zum Zeigen hier und alles ist es einfacher, wenn man das so macht. Ja, ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Wenn es dir auch Spaß gemacht hat, einfach den Kanal abonnieren. Dann wirst du immer informiert, wenn ich wieder live gehe. Ich schaue immer, dass es entweder ein Live oder ein Video auf jeden Fall einmal in der Woche gibt. Manchmal gibt es auch zweimal oder dreimal. Aber ich freue mich auf jeden Fall über ein Abo. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Und ja, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Einen schönen Wochenanfang. Und bis bald. Deine Karina.